Und damit herzlich willkommen zur 12. und letzten Mission des Pfads des Peinigers von Stronghold Warlords. Ist das dein Ernst? Die Frage würde ich auch wirklich gerne die Entwickler stellen, zumindest was die letzte Mission angeht, denn wenn wir mal kurz reingucken, das sieht sehr, sehr zahm aus. Kann sein, dass da ein Riesenhaken drin ist, aber wenn ich da an die Mission 4 denke, auf dem Hohen Ross, gut, die war jetzt in der Praxis einfach nur schwierig wegen dem Einheitenlimit, aber die war echt hart. Und die 10er war, glaube ich, bis jetzt die schwierigste, die letzte Bastion, wie ich finde. Und die letzte war auf dem Papier schwer, aber in der Ausführung ganz okay. Und die 12. Mission, also die 11. Mission hier verstärkt, sah auf dem Papier schwer aus, war aber relativ einfach. Und die Mission 12 sieht im Grunde einfacher aus. Wir haben gut Startgold, wir haben sehr gut Startdiplomatie, um dann gleich die Schildkröte zu boosten. Wir könnten sogar relativ früh vom Kranich gleich noch Hilfe holen. Die Computer haben ein bisschen mehr Geld als bei der letzten Mission. Da hatten sie 2000. Also wenn ich sage letzte Mission, die wir zuletzt hatten, nicht die letzte Mission im Sinne von Mission 12. Bei der letzten, hier bei Mission 11, hatten die KIs 2000. Jetzt haben sie 2500. Aber dafür sind es halt vier relativ ungefährliche KIs, die vor allem mit leichten Einheiten trumpfen. Weshalb viele Bogenschützen mich, glaube ich, schon relativ weiterbringen. Also klar werde ich auch Armbrustschützen einsetzen. Aber schauen wir einfach mal. Sagen wir mal, schauen wir mal, was die Karte sagt. Sagen wir mal, was die Karte schaut. Genau. Gibt's hier hoch. Ach, da ist Holz. Ja, Platziert bitte. euren Kornspeicher, Exzellenz. Ja, bitte. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Fangen wir mal an, richtig schön das Holz reinzuholen. Und zwar so richtig, richtig schön. Der kann mir schon mal anfangen. Komm, der wird mir mal stark verbessert. Und gibt mir Diplomatie. Das sollte sich relativ schnell wieder reinvestieren. Schnell genug bis zum Ende der Friedenszeit. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. So, ich hoffe, dass das erstmal reicht, dass wir die ersten Sachen schön reinbekommen. Dann würde ich mal sagen, ich werde trotzdem nicht hergehen und die Mission unterschätzen. Das werde ich nicht tun. Nein, nein, nein. Denn es ist schon wirklich verlockend zu sagen, ja, jetzt baue ich ein bisschen vor mich hin, weil die Mission einfach aussieht. Aber es ist Das trotzdem kann die da letzte nicht Mission platziert und werden, Hoheit. ich habe nicht wirklich die Sicherheit, also ich habe nicht die Gewissheit, Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu dass ich jetzt hier betreiben. Larifari spielen kann, nur weil die Mission einfach aussieht. Das hatte ich schon ein paar Mal, dass das dann plötzlich ganz anders war. Und genau deshalb möchte ich jetzt trotzdem Eine volle Nachricht Kanne von spielen, Genghis weil die Khan. eine letzte Mission, die Die schaffen wir jetzt Schatten noch. gehören uns. Fliehe, solange du noch kannst. Das kann da nicht platziert So, werden, Hoheit. da haben wir auch wieder ganz gut was platziert. Dann machen wir schon Eine mal die ersten Nachricht von Steuern. Das Jin sollte ich auch Chiu-Wan. nicht Wer vernachlässigen. den kaiserlichen Wünschen entspricht, wird reich belohnt. Wer es nicht tut, wird untergehen. Wir sind doch schon in Anspruchreichweite hier. Ich meine, nach der Rechts möchte ich ja auch vorstoßen, ne? Wisst ihr was, da hätte ich dann auch gerne die Reichweite ausgenutzt. Nutzen wir das doch gleich mal. Da geht auch noch auf jeden Fall was. Ob ich jetzt eine Burg hier baue, weiß ich weniger, weil das wird schwierig sein, wenn ich das mit noch einbeziehen will. Vielleicht klappt es irgendwie, aber ich habe jetzt nicht damit geplant. Sonst hätte ich mein Vorratslager weiter platziert. Aber hey. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ein Nee. Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern. Ich schaffe eh nicht mehr als zwei. Dann machen wir die ein bisschen. Ihr benötigt Holz, Exzellenz. Damit. So, mit meinen Warlord-Punkten muss ich eigentlich nichts anderes machen, als hier und da die Schildkröte ein bisschen zu boosten. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Deswegen brauche ich gar nicht mal so dringend Diplomatiegebäude. Vielleicht mache ich eins oder so, dass es noch ein bisschen was reinkommt neben dem vom Kranich. Dass wir die Schildkröte zumindest immer wieder reparieren können. Aber ansonsten bin ich eigentlich glücklich. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So, Arbeiter. Arbeiter! Arbeiter an die Arbeit. So.
Waffenkammer. It's time for some waffles. Ich würde mal sagen, eine große Bogenproduktion ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich glaube, mit denen können wir in großer Masse ganz gut was erreichen. Armbrüste würde ich dann aber auch machen, ein paar. Aber ich würde den Fokus erstmal sehr auf Bogenschützen setzen. Okay, ich habe die ganze Zeit noch auf leicht geringen Tempo gehabt. Ich bin es gar nicht gewohnt, das darauf zu spielen. Und das Spiel wirkt allgemein so langsam, dass mir das jetzt gar nicht aufgefallen ist. Upsi. So, wie gesagt, diesen Burschen würde ich gerne zuerst fokussen. Ich nehme das voll ernst. Ich fange jetzt hier nicht an rumzuspielen. Weil, zumal ich Stronghold Warlords längst nicht so aus dem FF beherrsche, dass ich mir das leisten kann. Wie jetzt zum Beispiel bei Stronghold Crusader oder so, wo ich oftmals rumspiele, zumindest wenn die Mission mir die Wahl lässt. Hier habe ich viel zu oft das Gefühl, also bei Warlords habe ich viel zu oft das Gefühl, dass mir die Kontrolle über eine Situation volle Kanne entgleitet. Das würde ich gerne verhindern. Das Gefühl. Wisst ihr was, ich werde jetzt mal gar keine Nahkampftruppen machen im Sinne von Schwertkämpfer, vielleicht allerhöchstens für den, ja, selbst die. Ich würde vielleicht ein bisschen mit mobileren Truppen arbeiten und wenn ich schwere Truppen mache, dann mache ich mal Samurai ein paar. Aber sonst will ich vielleicht mal mehr mit Mönchen jetzt arbeiten, die Mission. Mönche und Bogenschützen, weil ansonsten, weil wenn ich schon viel mit Bogenschützen arbeite, bräuchte ich irgendwas, was das komplementiert, was die Geschwindigkeit angeht. Axtkämpfer wären auch eine Idee, aber mit Mönchen, glaube ich, hat man ein bisschen mehr Power. Und braucht nicht extra eine Waffenindustrie dafür. Haus, Haus. Burg upgraden. Die Schildkröte ist schon Max-Rang von Standard aus. Nicht schlecht. Wie ihr wünscht. Wenn da noch ein zweiter Ring kommt, werde ich da bestimmt verteidigt. Machen wir noch eine Akademie. Würde mich jetzt mal gerade interessieren, wie sind die von den Werten nochmal unterschiedlich? Wie unterscheiden die sich nochmal? Ich bin ein bisschen mehr Lebenspunkte. Mehr Nahkampfrüstung sogar. Nahkampfangriff ist der gleiche. Die sind halt schneller nochmal. Die Feuerrüstung ist die gleiche. Auch die Geschossrüstung ist die gleiche. Also die halten ein bisschen mehr Aussatz sogar als die. Und sind auch richtig schnell. Und 40 Gold, natürlich ist es schon nicht ohne, im Vergleich zu den 8 Gold plus die Äxte. Bitte. Wenn ich die Äxte kaufen würde, 5 Äxte, 80 Gold, also eine Axt, nicht 20, sondern 15, 10, 30, 16 Gold, ne? Ich bin kurz überschlagen im Kopf. Ja, 16 Gold müsste das sein, 16 Gold plus die 8. Ja gut. 24 Gold im Vergleich zum Kriegsmönch mit 40. Aber dafür hast du mehr Lebenspunkte, diesen Knockback-Effekt, mehr Geschwindigkeit. Ich glaube, die Kriegsmönche, die zahlen sich schon aus. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So, ich muss nur nach rechts hin verteidigen, ne? Runter gegen Fu Hao wird es auch ein bisschen wichtig. Da muss ich mal ein bisschen was hier abreißen und zumindest eine Verteidigung da schon mal errichten. Ich meine, bei Warlords bist du halt so, das Spiel, das verleitet dich auch regelrecht dazu, einfach nur alle Ressourcendinger zuzubauen und dann, ja, ich meine, was willst du da noch an Burg bauen? In den meisten Fällen hast du halt einfach zu wenig Platz übrig oder die Sachen, die du... Es ist eine ganz weirde Kombination im Sinne von, du hast zu wenig Platz, aber gleichzeitig kannst du auch nicht platzeffizient bauen. Also, zumindest es geht grundsätzlich, ja, ich habe ja schon mal so einen Aufbau gesehen, aber auch das würde ich nicht wirklich platzeffizient nennen, im klassischen Sinne. Es ist schwierig einfach. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Burg upgraden. Graden. Jetzt mache ich doch noch einmal mehr. Ich meine, ich kann das auch für Gold eintauschen. Beim Warlord meines Vertrauens.
habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber gibt Schlimmeres. Okay, nee, gibt's doch nicht. Jetzt wird's gescheit gemacht. Nee, Moment. 3, 2, 4. So. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ich bin ein kleines bisschen konzentriert, weil ich mir jetzt keinen Fehler erlauben will. Es wäre schon ganz cool, das First Try zu schaffen, ne? Die letzte Mission. Ich habe gehört, das soll toll sein. Nach 20, ich habe echt verdammt viele Häuser platziert. Brauche ich vielleicht doch eine doppelte Produktion von Seidengedöns. Ich höre jetzt zumindest so einen kleinen Teil. Einmal hier noch eine Seidenschneiderei und von mir aus dann noch zweimal so eine Schneiderei. Dann sollte das hinhauen für eine etwas höhere Bevölkerung. Ich bin immer noch glücklich. Dann lasse ich mal andere Sachen weg. Dafür vielleicht noch ein bisschen Tee. Ach, der Reis. Jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen, dass man mich hier nicht überrascht. Da würde ich auch mal gerne einfach ein bisschen was platzieren. Gleiches hier. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Eine Nachricht von Yoritomo. Schnell wie der Wind. Still wie der Wald. So. Vorsicht ist geboten. Den Position kann nicht verteidigt. Schildkröten-Warlord werde ich dann auch gleich noch ein bisschen unterstützen wollen. Das ist eine Menge Eisen. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ich hol jetzt noch ein paar Armbrustschützen, einfach für den Schildkröten-Warlord noch was zum Draufstellen zu haben. Und dann geht's gleich los, die Party. Mal gucken, ob wir das. Na gut, gerascht bekommen. Gerascht ist das jetzt nicht, was ich mache, aber. Ich meine, schon allein bei einem 10 Minuten Rush-Timer ist es schwierig, sowas zu machen. Mein Geist ist klar. Aber hey, jetzt geht die Party hier los. Und wir böllern gleich schon mal ein bisschen rüber. Von Chin-Chir Wang. Tötet alle im Inneren. Zeigt keine Gnade und verschont niemanden. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ich werde dich jagen, wie ein Wolf ein Reh jagt. Ich folge dem Pfad. Einmal bitte aufhalten, danke. Ach, der kommt trotzdem hoch. Wie gemein ist das denn? Wir sollten hoffentlich nicht allzu weit kommen mit ihrer Nummer. Ich werde angegriffen. Der Feind nähert sich. Wir werden angegriffen. Eine Nachricht von Fu Hao. Oh, was ist mit eurer Burg geschehen? Oh, ja gut, okay, ich verstehe. Die kommen auch wirklich nach dem Rush-Timer wirklich alle gleich an. Eine Nachricht von Chin-Chir Wang. Selbst Krieger aus Lehm würden besser kämpfen als diese Hunde. Der Feind nähert sich. Meine Armee marschiert. Wen jagen wir? Okay, die habe ich abgewehrt, die geht mal weiter runter.
Stimmt, hier habe ich auch noch gar nicht den Aufgang gemacht, ne? Nicht genügend Gold. Auf, ran, hoch. So, ich meine, da haben wir ganz gut schon mal Stress gemacht. Und im Grunde können wir noch weiter Stress machen, ne? Der hat jetzt auch keine wirklichen Bogenschützen da. Ich kann da jetzt schon ein bisschen... Eine Nachricht von Yoritomo. Ich stelle mich. Genau, ich hol die jetzt mal raus. Was sind eure ihr solltet mal vorsichtshalber ein bisschen hinten bleiben. Ich bin hier. Ich werde angegriffen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Du kämpfst gut. Zu gut. Wie viel Gold bekomme ich eigentlich? 10 Gold in 12 Lieferungen. 120 Gold, das ist echt nicht viel. Repariere erstmal deine Burg. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Bereit zum Ausreiten. Eine Nachricht von Chinche Wong. Ihr werdet auf euren Bäuchen vor mir kriechen, wie die Schlangen, die ihr seid. Meister. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Jetzt mal ran da. Ula, la 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 la. Reitet Hunde! Eine Nachricht von Mach nochmal einen Angriff. Wie ihr wünscht. Ha! Du gehst unvorsichtig mit dem Leben deiner Leibeigenen um. Armbruster, dann nochmal Rüstungen und dann bin ich erstmal so weit glücklich. Mein Geist ist klar. Noch ein paar Mönche, ihr macht jetzt auf. Dann gucken wir mal, dass wir den ersten wegbekommen. Könnte sogar ein kleiner Speedrun werden, das wäre ganz lustig. Oh, du, der kommt verdammt weit rein mit seinen Truppen. Oh, der kann da von da oben. Der kann von da aus sogar rüberschießen in seine Burg. Das ist ja genial. Also müssen wir denn wirklich. Eine Nachricht von Yoritomo. Könnte man noch ein bisschen nachhelfen. Fallt siebenmal. Doch steht achtmal wieder auf. Wen jagen wir? Der Geist ist bereit. Yippie! Ich bin eins. Ich werde auf. Da ist wieder Corner Camp. Der geht echt schnell runter durch die Mönche. Oder sind die. Wo sind die Lords unterschiedlich stark auch von ihren Werten? Die Mönche machen das echt fix. Und den habe ich jetzt bald weg. Meister, niemand kann sich sicher sein, einen weiteren Atemzug zu machen. Läuft gerade ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Eine Nachricht von Yoritomo. Fürchtet nicht den Tod. Fürchtet ein verschwendetes Leben. Wir werden angegriffen. Ich nehme mal an, dass die ganze Krux in der Mission ist, dass man sie erstmal unterschätzt. Also wirklich im Sinne von, oh ja, das ist weniger als letztes Mal. Aber der erste Angriff, der kam schon ziemlich plötzlich und überraschend. Also wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, also wirklich überhaupt nicht, dann kann das wirklich richtig nach hinten losgehen. Aber so wie aktuell ging das eigentlich. Meine Armee marschiert. Mein Geist ist klar. Fuhau, müsste ich mich eigentlich mal drum kümmern, aber Genghis Khan wird gerade schön geschwächt. Ich bin hier. Der Kerl hier ist sowieso anderweitig beschäftigt. Dann gehe ich mal mit allem, was ich habe, rüber. Ah, mit Fuhau gibt es ein kleines Battle gerade. Von hier aus kann ich bestimmt ein paar Sachen wegschießen. Mal gucken, ob das klappt. Niemand kann euch vorwerfen, dass ihr euch bei den Unterkünften lumpen lasst, Hoheit. Selber lumpen.
Was sind so, alles, was schön schnell und flink ist. Der Donner unserer Hufe. Kommt mal hier ran. Über die Ebenen schallen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ich schäme mich dafür, mich hinter diesen Mauern zu verstecken. Ich sehe, wohin ihr zeigt. So, da kommt Kavallerie raus, aber die kümmern wir uns. Okay, die Kavallerie ist natürlich gemein für meine Mönche. Die schwere. Weil die können wir nicht umstoßen. Aber abseits davon verläuft alles nach Plan. Hm. Ich brauche das kleine bisschen Reichweite mehr, bitte. Trifft das Ding? Schießt gar nicht. Das ist ja auch doof. Der Geist ist bereit. Ich beginne die Reise. Meine Armee marschiert. Wie kann ich dienen? Ringzu. Suche nach Zielen. Okay. Genau, mal schön ran und mal schön aufmachen. Dieses Bauwerk ist unzugänglich. Genghis hat jetzt kaum noch großartig Reserven. Da können wir jetzt auch noch durch. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt wirklich so verhältnismäßig einfach ist. Für das, was die mit dem Kreuzzugmarsch hier versprochen haben, bin ich jetzt, habe ich mir sonst was gedacht. Vor allem so wie mir einige Missionen zwischendurch waren, habe ich mir sonst was gedacht. Und dann ist die letzte Mission eigentlich wahrscheinlich ein kleiner Spaziergang im Park. Das heißt, es passiert jetzt noch irgendwas Unvorhergesehenes. Aber bis jetzt sieht das okay aus. Es müsste doch irgendwelche leichten Buff-Einheiten geben. Irgendwelche Einheiten, die wie der Bandenträger funktionieren, aber mit leichten Einheiten mitlaufen können. Also ähnlich wie der Samurai-Lancer, aber das nicht für Kavallerie. Ha! Dann kannst du also ein paar Steine lose schlagen. Ein paar Zähne auch. Passt, komm nur ein bisschen näher. Oh, das Diplomatiegebäude wird kaputt gemacht. Eine Nachricht von Chin Chia Wong. Lächerliche Hunde. Niemand wird euch nun noch retten. Ich visualisiere ein Wunder in meinen Gedanken. So, mal schön rein. Und holt euch mal die Bogenschützen. Und dann Genghis Khan. Vielleicht ist es Zeit, wieder aufzubrechen. Da schnetzel ich euch mal durch. Oh, die Mönche. Da merkt man so, relativ mobile Einheiten machen dem ziemlich Spaß in dem Spiel noch. Nur die ganzen schweren, aber mit. Aber doch. Ich bin überrascht, wie gut die Mönche. Ich hätte die Mönche viel häufiger einsetzen sollen, ohne Scheiß. Wie schnell die. Das schaffen die Axtkämpfer. Können die Mönche irgendwie besser knubbeln? Mir ist das schon öfters aufgefallen, dass die viel mehr DPS raushauen, als es eigentlich sein sollte, von den Werten her. Ja. Ja. Ich glaube, die können einfach besser knubbeln als der Rest. Oh, da kommen schwere Truppen. Aber ich kann die umstoßen. Stups! Eine Nachricht von Fu Hao. Ich bin geboren, um zu kämpfen. Hauptmänner, schickt die Männer los. So, Fu Hao greift an. Wen jagen wir? Ha! Showe! Mein Geist ist klar. Die Pferde sind bereit. Wie ihr es wünscht. Reiten wir um die Wette. Eine Nachricht von Fu Hao. Eine Sache ist erst aussichtslos, wenn die Menschen aufgeben. Der Feind nähert sich. Ah, da geht sie hin. So läuft der Hase. So hast also der Lauf. Sie benötigt Waffen. Oh, aua. Eine Nachricht von Fu Hao. Selbst die größten Krieger können noch größere Narren sein. Der Feind nähert sich. Eine Nachricht von Chin Chia Wong.
Ihr werdet auf euren Bäuchen vor mir kriechen, wie die Schlangen, die ihr seid. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Meister. Ich bin bereit. Oh, also diese AOE-Fähigkeit ist schon ein bisschen übel jedes Mal. Geht am besten mal zurück, das macht zu viel Schaden. Also die sind da schon, die sind ein direkter Konter, wenn sie mal stehen und schlagen können. Meister, mit einem offenen Herzen. Schau dir. Ich mach's mal im Marktplatz. Das sind da 200. Kleidung bitte alles über 90. Eisen alles über 30. Stein alles über, keine Ahnung, über 100. Und dann kann's abgehen. Dann gehört das Geld mir und mir allein. Wir ruhen nie. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Ich verstehe, wie ihr wünscht. Ha! Wie ihr es wünscht. Reitet! Wie ihr es wünscht. Du bist auch mal. Kranich ist mein reiner Kriegswarlord geworden gerade. Vor allem Kriegswarlord ist überhaupt nicht doppeldeutig oder so. Was sind eure Gedanken dazu? Meister, dieses Bauwerk. Das ist mein Friedenswarlord. Einen Moment. Ich habe ein paar Fragen. Ach Mensch, da sind jetzt ein paar Truppen draußen, um sich da einzumischen. Aber die werden zu spät kommen. Wenn sich der mobile spielst, die macht viel mehr Spaß. Ich bin eins. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Wir werden angegriffen. Was sind eure Gedanken dazu? Nur schau, Xiao Zhongyu. Reitet! Mal mit den ganzen schweren Einheiten hast du trotzdem nicht das Gefühl, dass die auch eine gewisse Wucht dahinter haben. Es ist einfach nicht da. Ihr wagt es, königlichen Besitz zu zerstören? Ich gehe. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen weg vor diesen Bunkern. Ich sehe, wohin. Die Bunkers sind ein kleines Problem. Ich sehe, die sind halt wirklich Bunkers. Ich verstehe. Ich lebe. Genau, einmal außenrum. Ihr seid jetzt meine Ersatz-Ninjas, weil die sind besser darin, schnell den Lord zu killen, als die Ninjas es sind. Tatsächlich, die gleiche Anzahl Ninjas kriegen es oftmals nicht so schnell hin, wie die Ninja, wie die hier. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so geplant ist, aber die sind jetzt gerade richtig gut darin, die Lords umzuknüppeln. Na, jetzt wieder nicht mehr. Das ist irgendwie... Jetzt doch wieder ein bisschen mehr. Mein Geist ist klar. Eine Nachricht von Fu Hao. Ja, natürlich in die Ecke, weil die auch immer in der Ecke rumcampen. Stirb, danke. Das ging auch gut. Quincy Run geht jetzt in den Berserker-Modus und der wahre Bosskampf startet. Ich sehe den Plot-Twist kommen. Aber ich meine, wie langsam wird's? Toll, ich sehe meine Rekordzeit. Ja, ich glaube, ich bin gerade mal knapp über eine halbe Stunde drin, ne? Das ist ein richtiger Quiz. Ich glaube, vielleicht sogar die schnellste Vision hier. Okay, das, schon allein deswegen möchte ich es jetzt schnell zu Ende bringen. Mal gucken, ob ich da, ob ich die letzte Vision zur schnellsten Mission machen kann. Das wäre so ulkig einfach, ne? Aber es könnte halt wirklich sein. Das sieht echt gut aus. Greif mal an. Du, reparier mal. Kann ich von hier aus irgendwie rüberschießen zu dir? Ein bisschen sollte es vielleicht drin sein, ne? Schauen wir mal. Zumindest hier ein bisschen unterstützend hinschießen kann ich. Hat irgendjemand versucht eigentlich da was zu übernehmen? Fu Hao hat es versucht. Und zwar ziemlich gut sogar.
Vielleicht war die gerade mitten beim Übernehmen und ich habe sie vorher gekillt. Das wäre ja richtig ulkig. Ah, Katapulte. Das sind die paar Gepanzerten. Ah ja, bei den schweren Truppen fehlt irgendwie der Wumms, das wird man gerade bei den Armbrüsten. Bei den Armbrüsten, die macht zwar ein bisschen mehr Schaden, aber irgendwie fehlt, ich weiß nicht, bei den die Armbrustschützen in Stronghold Crusader und Stronghold 1 waren einfach viel befriedigender. Hauptmann, wie ihr es wünscht. Ha! Reitet! Los geht's! Feuerpfeile. Ich könnte mal ein bisschen mit Belagerungsausrüstung arbeiten. Wir könnten Schutzwände machen. Wir könnten auch noch einen Belagerungsturm machen. Wir könnten eine ganze Menge, wie es aussieht. Wir warten auf euren Befehl. Weg mit dem Holz. Weg mit dem Holz. Wo ist die Front? Ich komme da schon hin. So, ihr helft mit. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Eine Nachricht von Xinjiang. Unterstützende Position. Wie du vor der kaiserlichen Armee niederkauerst. Los geht's. Da kommt gerade eine Menge Truppen raus. Eine Nachricht von Xinjiang. Wir brauchen keine Gefangenen. Richtet sie alle hin. Was kann ich beschützen? Meine Armee marschiert. Hauptmann, reiten wir um die Wette! Xiaowei, wo ist die Front? Lingzhu, marsch da! Nuoshao, Xiaozhong Yuning. So, er kommt mal ran. Nuoshao, bei Chun Chun Yudong. Sag mal, also der hat jetzt echt noch gut was an Reserven da. Der pumpt gerade. Der ist im Gym gerade. Xiaowei, Gongjie Shou Jiu Xu. Wen jagen wir? Aber es wird. Jetzt holen wir mal die Mönche ran. Nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Wir warten auf euren Befehl. Reitet! So. Falle noch nächsten Angriff, schickt ihm einfach mal Gold. Ich bin eins. Ich bin vorbereitet. Was bist du jetzt? Bist du eins oder vorbereitet? Ich erkenne an, dass dies nötig ist. Mein Geist ist klar. Ich visualisiere ein Wunder in meinen Gedanken. Butz, Schubs, Stups. Ich bin Stups. Ich beginne die Reise. Wie kann ich dehnen? Gib mal Gold. Steuern wurden bezahlt. Wurden sie noch nicht, sie werden noch bezahlt. Aber das lassen wir durchgehen. Ich lasse es durchgehen. Ich bin hier. So, zack. Und ich glaube, dann haben wir es gleich. Schutzwände stehen euch zu. Verrückt. Und das war die letzte Mission, was? Dieses Bauwerk ist Hoheit. Klar, hätte ich jetzt zum Abschluss noch eine riesige Stadt bauen können, aber hey, ich bin mal froh, dass eine Mission schnell geht. Ich bin hier. Wir warten auf euch. Ich bin eins. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Unmöglich. Eine Nachricht von Chen. Okay. Hoch mit euch. Es hat
Hand an die kaiserlichen Mauern zu legen? Ich teile nicht mehr Schmerz aus, als ich selber einstecken kann. Ich erkenne. Da ist der Lord. Drauf, bitte. Wir speichern mal, nur für den Fall, dass irgendwas passiert. Wenn nicht das letzte dort kaputt geht und es gibt einen Absturz oder so. Der letzte Safe war vor 20 Minuten. Um Gottes Willen, ich muss wirklich überschreiben. Ich müsste echt eine Menge nachspielen. Ich glaube, da wäre noch Fu Hao noch da und Genghis Khan vielleicht sogar noch. Ja, die machen das echt schnell. Hartnäckigkeit, Folter und Quälen freigeschaltet. Ah, ihr seht die Achievements nicht. Schade. Ich habe 3 Achievements gekriegt. Okay, ja, das war jetzt dann doch überraschend einfach. Glückwunsch! Du hast den Pfad des Peinigers abgeschlossen. Das war's? Noch irgendwas? Ne, das war's tatsächlich. Okay. Scharmützel-Serie abgeschlossen. Anspruchsvoll. Höher geht's ja auch gar nicht. Halt. Stimmt, ich muss hier zurück. Ne? Jetzt haben wir alle Pfade. Wir hatten den Pfad des Kriegers. Mit 10 Missionen. Was war da die letzte Mission? Oh, das war ja eigentlich auch ganz... Okay, das waren auch so die ersten paar. Dann den Pfad, die Spur des Taktikers. Ich glaube, es gab am Anfang nur die beiden Pfade, ne? Ich glaube, die kamen nacheinander raus, oder? Da, was war hier die letzte Mission? Die sieht mir schon mal anfangender aus gegen zweimal Hideyoshi und zweimal so ein Zu, muss ich sagen. Dann der Pfad des Tyrannen. Der war schon echt hart und ziemlich lang mit 20 Missionen. Zerbrochen. Ach, das mit Tukfan, ich erinnere mich. Ach, das waren noch Zeiten. Der war auch auf leicht, ne? Ne, auf normal. Und ja, jetzt haben wir noch den Pfad des Peinigers geschafft mit der letzten Mission. Ich will mal sagen, das war jetzt eine der einfacheren Missionen. Die schwierigsten, wie ich finde, waren Mission 10, letzte Bastion. Und Mission 4 auf einem hohen Ross. Aber es ist auf dem hohen Ross hauptsächlich deshalb, weil Fu Hao einfach nicht sterben durfte, weil sie unser Spiel abschmiert. Ohne diese Einschränkung, gut. Trotzdem eine der schwereren, würde ich sagen. Also ich würde fast sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, Mission 10 die schwerste, Mission 4 die zweitschwerste. Mission 4 hat mich mehr Nerven gekostet, aber das lag eher am Einheitenlimit und an den Abstürzen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und das war's, glaube ich, mit dem letzten Content des Stronghold Warlords. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt sollte der Content wirklich abgeschlossen sein zum Spiel. Und Firefly konzentriert sich jetzt voll auf die Entwicklung des neuen Spiels, des neuen Stronghold-Spiels. Was auch immer es sein wird, wir können gespannt sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's jetzt wahrscheinlich wirklich endgültig mit Stronghold Warlords. Ob ich so nochmal in das Spiel reinschaue? Möglich, aber ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, wir haben sonst alles geschafft. Wir haben alle Kampagnen gespielt. Wir haben ein paar Skirmish-Specials gemacht. Wir haben ja die Scharmützelzüge alle geschafft. Freies Bauen haben wir sogar auch ein bisschen gespielt. Also wir haben genug gemacht. Das Einzige, was fehlt, sind Community-Maps. Aber ich glaube, da gibt es sowieso keine so drin. Die müsste ich beim Steam-Workshop holen. Aber ich würde mal sagen, wir haben eigentlich soweit alles gemacht, was es zu Stronghold Warlords zu sehen gibt. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal bei was auch immer für Projekten ihr zuschauen mögt. Sei es weitere Strongholds, sei es vielleicht doch nochmal was zu Warlords, weil doch noch was kommt. Sei es andere Projekte, die euch interessiert, andere RTSs, andere Spiele, andere Art. Ich freue mich bei jedem, der auch woanders zuguckt. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zu weiteren Spielen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.